Guten Abend zusammen, ganz herzlich willkommen bei der OHA-Gruppe in Glarus. Mein Name ist Hans Christen, ich mache heute Abend die Moderation. Wir haben heute zwei Gäste eingeladen. Das sind Experten im Bereich des Impfens im größeren Rahmen und ein Experte im Bereich des Rechts. Wir haben ja jetzt eine sehr interessante Situation in der Schweiz, in Europa, weltweit. Und da gibt es viele Fragen. Wir werden den Abend so gestalten, dass wir zuerst Herrn Daniel Trapitsch hören. Er ist wirklich ein Experte im Bereich des Impfens, all den Fragen in diesem Bereich. Und anschließend werden wir einen Vortrag hören von Dr. Gerald Prey. Er ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich schon lange mit solchen Themen. Wir werden anschließend eine Fragerunde machen. Also wenn Sie Fragen haben, notieren Sie sich das bitte. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt aber auch die Leute auf dem Livestream, die jetzt an den Bildschirmen zu Hause sind, ganz herzlich begrüßen. Freut mich, dass wir heute die Technologie zur Verfügung haben und eben nicht nur hier im Glarnerland das vermitteln können, sondern eben international. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich ganz herzlich begrüßen und bitte mit einem großen Applaus Daniel Trapitsch. Ja, herzlich willkommen. Herzlichen Dank auch für diese ganze Technik, für das Übertragen, für diese Plattform. Ich denke, wir wissen alle, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass diese Informationen, die nicht nur ich habe oder Gerhard, sondern wirklich viele, viele andere Menschen auch nach außen getragen werden. Und die Medien machen ja da wunderbar mit. SRF hat man ja gesehen vor zwei Tagen, nicht? Das war eine tolle Sendung, die Rundschau. Rundschau kommt übrigens davon her, wenn man einen Röhrenblick hat, hat man auch eine Rundschau. Und das ist leider das Problem im Moment. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dies machen. Man muss sich auch fragen, warum ist das entstanden, was jetzt entstanden ist? Wie konnte das überhaupt geschehen? Wie konnte es so weit kommen, wie jetzt ist? Das ist wirklich eine große Frage und die ist ganz wichtig. Und da müssen wir etwas in die Geschichte zurückgehen. Ich beschäftige mich jetzt circa seit 30 Jahren mit den Impfungen, anfänglich sehr intensiv, weil ich habe für mich entscheiden wollen bei meinen Kindern. Übrigens werde ich dieses Jahr im Mai Großvater, also das heißt, sind erwachsene Kinder komplett ungeimpft. Und diese Kinder habe ich dann für mich entscheiden wollen oder mit meiner Frau zusammen, wollen wir impfen? Ja oder nein? Und wenn ja, was? Wollen wir alles oder wie es so schön heißt, nur das Nötigste? Ich habe dann Bücher gelesen, Befürworter, Gegner. Dazu mal für die Jungen unter euch gab es diese kleinen Smartphones mit diesem Bildschirm. Das gab es noch nicht und ich kann euch garantieren, wir haben trotzdem überlebt. Auch wenn wir nicht mit der großen ganzen Welt verbunden waren. Wir waren mit den Kollegen nebendran verbunden, im Sandkasten oder auf dem Spielplatz. Und deshalb gab es dazu mal Bücher, wir haben die gelesen. Und nach diesen Büchern habe ich einfach gesagt, wenn nur die Hälfte von dem, was in den impfkritischen Büchern drin steht, stimmt, nur die Hälfte, dann ist das für mich Grund genug, einfach zum Zuwarten und weiter Informationen sammeln. Das mache ich immer noch, die Kinder sind immer noch ungeimpft. Entscheidung haben sie jetzt selber über ihr Leben und so weiter. Ich habe das getan, was für mich dazu mal gestimmt hat. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die machen das auch und die impfen und das hat für sie gestimmt. Und wenn die dann irgendwann merken, dass halt vielleicht doch nicht ganz so gut ist, es ist die Vergangenheit, die können wir nicht mehr ändern. Wir haben es auch versucht in diesem Zusammenhang mit dem Epidemiengesetz. Wir haben versucht, dieses Gesetz, das Epidemiengesetz, zu verhindern. Wir haben immerhin 40% Nein-Stimmen erreicht. Und immerhin haben wir erreicht, dass aus der Botschaft ist die eigentlich das vor dem Gesetz, eine Botschaft, wie man das plant umzusetzen, das Gesetz, stand ja drin, im Notfall auch mit körperlichem Zwang. Das heißt also, dass man auch impfen kann, indem man jemanden festhält und ihn impft gegen seinen Willen. Das ist draußen. Und deshalb wird in den Medien immer wieder gesagt, es gibt keinen Impfzwang. Und das ist so von der Formulierung her richtig.
Aber das, was heute abläuft in diesen ganzen Pflegeberufen, ich denke, das kommt schon an einen, mindestens an einen indirekten Impfzwang heran. Komme ich aber etwas später zurück. Entschuldigung, wir haben dann weitergearbeitet, die Aufklärung und so weiter. Und letzten Frühling, also Anfang letztes Jahr, da habe ich mich wirklich überrascht, oder respektive ich habe, soll ich sagen, ich war perplex, als ich gemerkt habe, welche Macht gewisse Menschen, gewisse Institutionen in diesem Land weltweit haben. Und das ist nicht nur das Land, sondern das hängt zusammen. Wir haben dazu mal schon die sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften, nicht Vereinbarung, sondern Vorschriften, die die meisten Länder mit der WHO haben, die haben wir schon kritisiert, weil diese IGV, die geben den der WHO eine Riesenmacht. Und wer die WHO bestimmt, das wissen wir auch. Es ist nicht nur Bill Gates, sondern es sind auch andere, die ganze neoliberale Pharmaindustrie und so weiter. Und das ist ein großes, großes Problem. Das heißt, wir haben, wie auch schon gesagt wurde, wir haben keine Gesundheitskrise, sondern wir haben eine politische Krise. Und das ist ein großes Problem. Und das hat die Ursache, die Wurzel schon viel früher. Jetzt könnte man auch sagen, ja, warum macht man das nicht irgendwie dasselbe mit einem Medikament? Könnte man ja auch. Nein, die Impfungen, oder anders gesagt, wenn ein Arzt, er kann alles in der Medizin kritisieren. Jede Therapie, jede Therapieform, jedes Medikament. Beginnt er aber, Impfungen in Frage zu stellen, dann sitzt er sehr schnell auf einem ausgelösten Schleudersitz. Also muss hinter der Impfung mehr stecken als nur ein Pieks mit einer Soße drin und die dann im Körper irgendwie eine Wirkung hat. Deshalb, die Impfungen wurden schon immer sehr, sehr stark verteidigt. Die wurden wirklich immer stark in Schutz genommen. Man ist sofort irgendwo der Willkür ausgeliefert und so weiter. Man wird als Verschwörungstheoretiker, gut, das sind wir alle auch, aber ich sage immer, lieber ein Verschwörungstheoretiker als ein Verschwörungspraktiker, denn die Verschwörungspraktiker, die sitzen nicht hier, sondern die sitzen in anderen Räumen, irgendwo Zürich-West oder so. Das heißt also, die sitzen da, im Prinzip, wo auch das große Geld hinfließt. Weil das sind die, die praktisch umsetzen, was eine Verschwörung eigentlich ist. Und die findet jetzt im Moment statt. Wie genau und Hintergründe, mit weiß ich was, das lasse ich jetzt weg. Und deshalb ist es heute für mich nicht überraschend, dass eine Impfung herhalten muss, um im Prinzip das alles durchzuführen, was jetzt kommt und was jetzt schon da ist. Basierend auf einem Erreger, der noch niemand gesehen hat, den man nur indirekt beweisen kann oder beweisen, nachweisen und dementsprechend sehr, sehr unsicher ist. Aber wir reden alle von einer Impfung. Es ist keine Impfung, es ist eine Gentherapie. Es ist eine ganz andere Wirkungsweise als die klassischen Impfungen, die wir kennen. Das ist nicht dasselbe und wenn das jemand behauptet, dann hat er keine Ahnung. Und wenn der Arzt behauptet, eine Grippeimpfung sei genau gleich wie diese Covid-Impfung, dann hat er einfach nicht verstanden, was er sagt. So wie ein Politiker gesagt hat, was soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage? Das heißt also, dass da einfach irgendwas gesagt wird, rauskommt, wo eine keine oder keine Basis hat. Und das ist gefährlich. Weil die Impfung, das Wort Impfung ist einem Großteil der Bevölkerung, wobei der bricht immer mehr zusammen. Aber in einem Großteil von der Bevölkerung ist Impfungen sind positiv. Die haben die Polio ausgerottet, die haben die Menschheit überlebt. An einer Messe kam ein Arzt, wir sind immer wieder, weil es alles noch Messen gab, waren wir an diesen Ständen, da kam ein Arzt hinzu und hat gesagt, das ist gefährlich, was ihr macht, wenn es keine Impfungen gäbe, dann gäbe es auch keine Menschen mehr. Jetzt muss man sich das einfach mal überlegen, was da in einem Kopf vorgehen muss, damit eine solche Aussage überhaupt gemacht wird. Und das ist so die große Problematik, wo wir im Moment anecken oder respektive, wo wir dagegen nicht angehen, aber wo wir versuchen, diese Dogmen, diese Programmierungen aufzulösen. Und das ist nicht einfach. Das kennen Sie vermutlich auch. Das ist so eine Kleinarbeit. Man muss Einzelabfertigungen machen. Und das ist sehr mühsam. Aber es kommt. Und es ist vergleichbar mit einer Lawine. Die löst sich, wenn nicht der ganze Hang, aber so ein Schneeball in ein Lawinenfeld, da kann ein Schneeball eine Lawine auslösen.
Und genau das passiert im Moment. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen darauf eingehen, auf das Ganze. Es ist, was jetzt geschehen ist, hat Vorübungen. Das heißt, es wurde schon geübt. Nicht nur diese Übung 2019, sondern auch schon früher. Man hat mit der Schweinegrippe zum Beispiel eine Übung gemacht. Kennen Sie alle? Und da gab es auch eine sogenannte Furchtappellforschung. Die gibt es. Sowie auch Flatulogen. Es gibt Flatulogen. Wissen Sie, was eine Flatulenz ist? Nicht? Ich sage es Ihnen später dann. Nicht? Und diese Flatulogen untersuchen den eben. Und diese Furchtappellforscher untersuchen, wie viel kann es leiden, wenn man dem Menschen Angst macht, bevor dies in das Gegenteil kippt. Und bei der Schweinegrippe haben sie übertrieben. Es haben sich nur ganz wenige impfen lassen. Das heißt, man hat eigentlich dazu mal schon versucht, ja, jetzt machen wir eine Panik, oder wir machen den Leuten Angst. Und die Leute haben gesagt, so nicht, nicht mit uns, haben nicht geglaubt. Also ging dieser Weg nicht. Deshalb haben sie die Gesetze geändert, sie haben jetzt auch das Antiterrorgesetz, wo zum Glück das Referendum ergriffen wurde und so weiter. Sie versuchen es auf der juristischen Ebene. Das ist auch ein Grund, weshalb ich Rechtsfachmann gelernt habe, auch, um auch da noch mehr reinzusehen in diese ganze Geschichte, weil das ist ein spannendes Vorgehen. Und das wird ja dann der Gerald Prey auch darauf noch mehr eingehen. Und genau diese Problematik, wie gesagt, haben wir schon, dass heute eben nicht nur Angst gemacht werden muss, sondern man muss gleich auch noch die Schraube andrehen. Die Menschen kommen in Einzelhaft, vor allem die Älteren. Man darf nicht mehr raus, man muss die Maske anziehen und impfen und so weiter. Und das alles unter einem Notrecht. Das heißt, man hat im Prinzip komplett ausgenutzt das Gesetz und auch die ganze Menschenrechte ausgehebelt. Wir haben dazu mal in diesem Notrecht haben wir diese Beschwerde, Bundesgerichtsbeschwerde, eingereicht. Die kam innerhalb von 6 Tagen zurück. So mit dem Fazit, der Bundesrat ist unantastbar. Also das heißt, wir konnten mit dieser nichts erreichen, mit dieser Bundesgerichtsbeschwerde. Okay, haben wir gewusst und haben das auch gelernt. Jetzt sind wir in einer außerordentlichen Lage, deshalb sind politische Versammlungen ja auch möglich. Die wären nicht möglich im Notgesetz. Und diese Furchtappellforschung ist sehr wichtig gewesen, dieses Ergebnis dazu mal, weil man hat gemerkt, man darf nicht zu viel Angst machen, sonst kippt es ins Gegenteil. Weil Angst ist seit Jahrtausenden das Manipulationswerkzeug. Gehen wir in die Kirche zurück. Wenn du nicht so lebst, wie wir das in der Bibel steht oder wie wir es dir erzählen, dann kannst du ja eh nicht lesen, aber wie wir es dir erzählen, dann kommst du in die Hölle. Ja, was heißt das? Das heißt doch ganz einfach, ich muss gut so machen, wie die das sagen, sonst bin ich irgendwo in der Hölle. Es hat zwar noch niemand, der auf der Erde ist, von der Hölle irgendwas gesehen. Keine Ahnung, es ist noch nie da gewesen, die Hölle oder so, aber man hat Angst davor. Die meisten Ängste der Menschen sind eh nicht vorhanden, sondern sind eingebildete Ängste. Genau gleich wie jetzt auch. Es ist eine eingebildete Angst. Denn wenn wir auch hier wieder weitergehen, bei dieser ganzen Impfung, dann ist auch hier wieder das Problem, wir haben einen Virus, doch wie lange gibt es Viren schon? Wenn die Viren doch eigentlich so gefährlich wären, dann wäre doch niemals ein Mensch daraus entstanden oder irgend sonst was. Denn Viren sind ein Bestandteil einer DNA und DNAs und RNA bestehen aus Aminosäuren. Und das erste nach Darwin ist ein Aminosäure, Partikel, der irgendwo in einer Ursuppe durch irgendwas, durch irgendwie nicht nachvollziehbar und heute nicht reproduzierbare Vorgänge entstanden ist. Also das heißt, dass in absolutem Tod ist etwas Lebendiges entstanden. Lassen wir das beiseite. Auf jeden Fall gibt es diese ganzen Viren schon sehr, sehr, sehr lange, viel, viel länger als den Menschen gibt. Die haben sich schon immer verändert, die Aminosäuren schon immer anders zusammengesetzt. Und deshalb, tja, wenn die Viren wirklich so gefährlich wären, dann gäbe es kein Leben auf dieser Erde. Und diese Mutationen, die wir jetzt haben, Covid-19 ist vorbei, mehr oder weniger, hat man immer, die Zahlen gehen jetzt schön runter, dafür hat man jetzt die Mutanten, die kommen. Die Mutanten gab es auch schon immer. Die Frage ist ja, was machen wir jetzt mit denen? Sollen wir jetzt vor denen auch noch Angst haben? Und das wird genau erwartet eigentlich. Ja, die Mutanten. Und dann liest man wieder, ja, das Afrikanische oder Amerikaner oder was das
irgendwas, oder? Das Virus ist viel gefährlicher. Das Britische ist, glaube ich, viel gefährlicher und so weiter. Verstehen Sie? Es ist eigentlich, wenn man ein bisschen die ganze Angst ausschalten kann und diese Dogmen, diese Voreinstellung, diese Voreinnahmen ausschalten kann und wieder den gesunden Menschenverstand einschaltet. Wie der andere gesagt hat, das Einzige, was die Menschheit noch retten kann, die wirksamste Waffe gegen diese ganze Sache ist der gesunde Menschenverstand. Und da meint der andere, ja, dann haben wir hoffnungslos verloren, denn die meisten sind unbewaffnet. Das ist ein Spruch, der sehr schön dargestellt ist und der wirklich eine tiefe Wahrheit hat. Der gesunde Menschenverstand lässt uns nämlich auch anders überlegen, die Sache anders dran zu gehen. Kennen Sie den Unterschied zwischen intelligent und gescheit? Es gibt ja Menschen, die sind hochintelligent, nicht? Viele Diplome, Papierchen an der Wand und so weiter. Es gibt aber Menschen, und das ist leider sehr oft der Fall, hochintelligent, aber eigentlich dumm. Denn hochintelligente Menschen, die können wohl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis unendlich zählen. Aber die haben nicht gelernt, die Verbindung zwischen den Einzelnen, zwischen dem Ende und dem Anfang zu machen, zwischen den einzelnen Zahlen, zwischen 100 und 75. Es ist alles miteinander verbunden. Es ist das reine, lineare Denken. Und gescheit, ein Mensch, der intelligent ist, kann gescheit sein, muss aber nicht gescheit sein. Denn gescheit, und das steht im Duden, gescheit heißt, man nimmt auch die Intuition, das Gefühl mit in das ganze Überlegen hinein und macht eben eine Verbindung, ist kein lineares, sondern ein radiales Denken. Und deshalb können wir diese Zeit nur verstehen, wenn wir ein radiales Denken ausbilden. Mit dem linearen Denken haben wir genau das, was jetzt abläuft. Man geht immer weiter rein, immer weiter, immer noch tiefer in die Einbahnstraße. Wir gehen alle, also die Menschheit geht im Moment in eine Einbahnstraße. Und wir sind die, die sagen, Moment mal, da vorne ist eine Mauer oder ein Abgrund, wir können da nicht durch. Doch, 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 wir müssen. Und das ist genau diese Intelligenz, die nicht gescheit ist. Und diese Problematik haben wir, weil wir haben viele Narzissten, wir haben viele Psychopathen, wir haben viele Soziopathen, die an der Macht sind. Und die sind genau so gewickelt. Und das ist ein großes Problem, weil da kommt man mit dem gesunden Menschenverstand kommt man nicht an. Ich habe heute mit einer Journalistin geredet. Und das ist genau dasselbe. Das ist gar nicht möglich, das wirklich zu denken. Das Unmögliche zu denken, das ist für viele Menschen nicht möglich, weil es ist so stark im Hirn drin, man nennt das auch kognitive Dissonanz. Und diese Problematik ist wirklich sehr oft vorhanden. Aber wir können daraus heraus, weil Menschen, irgendwo ist das immer noch in allen Menschen da. Und wir dürfen eines nicht vergessen, die wahre Kraft im Volk oder auf der Mensch, die sitzt nicht in Bern oder in Glarus im Kantonsrat oder irgendwo, sondern das sind wir, das ist der Souverän. Und wenn der Souverän merkt, wie viel wir sind und sich erhebt, dann können die nur noch einpacken. Die viele haben aber einfach Schiss, weil man könnte ja über ein Virus stolpern und sich das Genick brechen. Also von dem her ist es wirklich heikel. Es ist eine ganz heikle Zeit, auf welche Seite von der Messerschneide wir fallen. Aber das liegt an uns, das liegt an uns, am Volk. Und das liegt am Volk, wie in der Schweiz haben wir eine etwas größere Komfortzone. Aber in Deutschland, da ist es mittlerweile schon wesentlich weiter überschritten. Und auch wir bekommen Probleme, es sind auch bei uns wirtschaftliche Probleme vorprogrammiert, die sind nicht einfach nur irgendwo. Aber genau mit diesen Maßnahmen wollte man ja wirtschaftliche Probleme verhindern. Nein, man schafft sie damit. Man zerstört Existenzen über Jahre aufgebaut. Man zerstört Familien, man macht einen Keil in die Familien rein. Man zerstört die Gesellschaft. Das kann nicht fahrlässig sein. Sondern das ist Minimum grob fahrlässig, wenn nicht vorsätzlich. Und das ist ein großes Problem. Da werden wir noch Jahre, Jahrzehnte zu knagen haben. Wir vielleicht nicht mehr, die jetzt schon fast Risikogruppe sind, sondern vielleicht die anderen, die jetzt jünger sind und auch meine Enkelkinder. Und das ist übrigens auch, ich wollte mich eigentlich
Anfang, also so Ende 19, 20, wollte ich mich ein bisschen zurückziehen aus dem Netzwerk Impfentscheid. Blasius, vergiss es. Das heißt, es ging dann wieder voll los. Aber es ist ein sehr gutes Team, das wir jetzt zusammen haben, und das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist genau die größte Problematik von der Impfung. Die Impfung ist ja auch eine ganz neue, ich habe es schon angetönt, die mRNA. Das ist eine Impfung, die es so noch nie gegeben hat. Wir wissen nicht, wie sie wirkt, wann sie wirkt, wie lange sie wirkt. Die Nebenwirkungen wissen wir alles nicht. Aber man weiß heute sofort, wenn ein Mensch geimpft ist, das war nicht die Impfung, sondern es waren die Vorerkrankungen. Das ist auch bei den anderen Impfungen so. Linz, vor etwa 4 oder 5 Jahren starb ein 3-jähriger Knabe nach der zweiten oder dritten Zeckenimpfung. Man hat am gleichen Tag online lesen können, man wisse nicht die Ursache, man wisse nur, es ist nicht die Impfung. Ja, was soll man das wissen? Ich weiß nicht, vielleicht ist da ein Mediziner drin, wann, in welchem Semester lernt man Glaskugel lesen oder Tarotkarten legen oder Hellsehen? Gibt's die? Das muss so sein, weil man weiß es ja nicht. Jeder Jurist, der so einen Fall bekommt, der geht hin und macht ein Ausschlussverfahren. Der macht nicht einfach, Impfungen sind es nicht, ja, dann schauen wir mal, es könnte noch sein. Keine Ahnung. Weil man einfach irgendwas, ein Indiz oder sogar ein möglicher Beweis einfach wegschiebt. Nein, es wird alles angeschaut. Und wenn nur noch die Impfung übrig bleibt, dann muss es eigentlich die Impfung sein. Es ist sehr wahrscheinlich. Wird nicht gemacht. Die katastrophalen Verhältnisse, die wir jetzt im Juristensystem haben, in der Juristerei in der Schweiz, haben wir vorher gegenüber den Impfungen auch schon gehabt. Nicht so massiv, aber auch. Eindeutig nicht aufgeklärt. Ein Arzt muss aufklären. Das ist kein Wollen, das ist ein Müssen. Und zwar ganz genau, welche Punkte. Nicht gemacht. Geimpft, obwohl Vorerkrankung in der Familie, ist dann der Impfling an dieser Krankheit erkrankt. Bis vor Bundesgericht. Boah, keine Chance. Kommt sie nicht durch. Die Impfungen wurden schon immer massiv geschützt. Deshalb die Impfung, das ist eines der heißesten Pflaster und das ist eine der Methoden, die ganz andere Gründe hat, als den Menschen vor einer Krankheit zu schützen. Das sieht man jetzt mit dieser ganzen Impfung. Was das genau sind, was die Ziele sind, warum immer mehr Druck gemacht wird, warum oder welche Absichten dahinter stehen, das könnte man jetzt alles noch irgendwie ausführen mit Great Reset oder Ausrotten der Menschheit oder weiß ich was. Das ist jetzt überhaupt nicht ein Thema. Denn wir stehen heute und jeder Wahrsager, der sagt, du, in 3 Jahren, da wirst du. Und dann sage ich, okay, von hier, von diesem Strich weg sind es 3 Jahre, mag sein. Aber wenn ich nur ein ganz kleiner Bruchteil von einem Winkelgrad einen anderen Weg einschlage, habe ich schon eine andere Zukunft. Das heißt, wir hier bestimmen die Zukunft. Die da draußen an ihren Fernseher und Fernseherinnen sind, die ebenfalls. Das heißt, es ist unsere Zukunft und die müssen wir in die Hände nehmen. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir ein großes Problem. Denn dann wird uns die Zukunft vorgegeben. Und in chinesischen Verhältnissen, nebst dem, dass ich kein Chinesisch kann, möchte ich nicht leben. Ich weiß nicht, wie Sie es haben. Das größte Problem im Moment ist auch das Impfen und der ganze Druck in der Arbeitswelt, Pflege zum Beispiel. Nehmen wir gerade das Pflege, das Gesundheitspersonal. Das sind am Anschlag nicht, weil so viele Corona-Patienten sind, sondern wenn ein Corona-Patient in ein Spital geht, wird operiert, dann darf nicht einfach nur das Besteck desinfiziert werden, sondern es muss der komplette Raum mit allen Vorhängen und weiß ich was da drin ist, muss desinfiziert werden. Das ist eine riesen Arbeit, nicht nur vielleicht eine Stunde, sondern das ist vielleicht ein Tag. Das muss vom gleichen Personal gemacht werden, das eh schon abgebaut wurde. Also man hat nicht ein Problem wegen Corona in den Spitälern, wenn man es überhaupt hat. Unispital Zürich hat 48 Millionen Einbuße, Verlust gemacht. In einer Pandemiezeit, wo eigentlich die Spitäler ja irgendwo immer wieder geschrieben wird, sind voll, überfüllt. Jetzt machen die einen Verlust. Oder die Weltbevölkerung ist letztes Jahr um 80 Millionen gestiegen. Und das in einer ganz, ganz gefährlichen Pandemie. Ja, wo denn? Auf der Marsbasis oder wo? Das heißt, wir haben Zahlen oder wir haben
Fakten, die, wenn man die anders anschaut und wenn man die in den Zusammenhang bringt, eben durch das radiale Denken, dann stimmt da ganz, ganz vieles nicht mehr. Aber dennoch ist der Druck da. Vielleicht arbeiten hier auch welche aus der Pflege. Was würde passieren, wenn 15, vielleicht 20% der Pfleger, einfach die im Gesundheitswesen arbeiten, und sie sind nicht nur Pfleger, auch Ärzte und so weiter, sagen, aha, ihr wollt, dass wir impfen. Gut, dann gehen wir, dann kündigen wir. Was passiert? Das System kollabiert. Weil es kann nicht aufrechterhalten bleiben. Es geht gar nicht, weil jeder schon so eingesetzt ist, eine Kaffeepause oder nur schon die Zeit, mit den Leuten etwas zu reden, mit den älteren Menschen in einem Pflegeheim oder so einfach mal ein kleines Smalltalk zu machen, liegt kaum mehr drin. Es hat sich absolut verunmenschlicht, dieses System. Und darunter leiden natürlich viele auch in der ganzen Pflege. Die sind am Stress, die sind am Limit, die sind am Anschlag und jetzt kommen Zusatzaufgaben. Deshalb appelliere ich einfach an die Pflege und das kann man umwälzen auch auf andere Bereiche. Macht es einfach so. Wenn ihr den Druck habt und ihr müsst impfen und ihr wollt nicht und ihr sagt, ja gut, oder der Arbeitgeber sagt, okay, wenn ihr nicht impfen lasst, dann kriegt ihr die Kündigung. Und sagt, ja, okay, schickt mir die Kündigung. Es ist nicht die Existenz, die verloren geht. Bitte, es ist nicht die Existenz, weil in der Schweiz im Moment noch, wie lange, keine Ahnung, aber im Moment noch ist man immer noch zu 70-80% abgedeckt durch die Arbeitslosenkasse. Verstehen Sie, was ich meine? Und wenn das genügend machen, dann können die das nicht durchziehen. Aber wenn alle, heute war ich in der Post ohne Maske, ich habe noch nie eine Maske angezogen, im Gegensatz zu denen, die hier natürlich alle im Raum sind, haben alle eine Maske an, war ich da und dann musste an den Schalter nach vorne, stand ich so mit meinem Paket und dann ist so ein Jüngerer und hat gesagt, da draußen ist die Polizei, weil die kommen und so wegen meiner Maske. Und ich habe gesagt, ich ziehe keine Maske an. Ja, aber die Polizei in Bussen, ich sage, ist mir gleich. Ja, das spielt mir überhaupt keine Rolle, weil ich ziehe keine Maske an. Und dann habe ich so gesagt, und genau dies ist, irgendwer hat gesagt, ja, er wisse ja schon auch, aber genau das ist das Problem. Wie viele ziehen sich diese Gesichtswindel an und haben eine Abneigung dagegen? Dann habe ich gesagt, wenn alle die, die eine Abneigung haben, diese Maske ausziehen, dann sehen auch die anderen, dass da eben andere ohne Maske rumlaufen. Und dann ist morgen der ganze Spuk vorbei. Dann hat er gesagt, ja, haben Sie ja schon recht und hat die Maske runtergezogen. Das heißt, die studieren nicht weiter als über die eigene oder bis höchstens zur Nasenspitze, zu seinem eigenen Ego. Nur ich will die Maske, ich will keine Probleme haben. Das funktioniert nicht. Rudolf Steiner hat einmal gesagt, der Mensch braucht drei Dinge. Mut, Mut und Mut. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Die anthroposophische Medizin ist für mich heute passé, aber das, was Steiner ursprünglich gesagt hat, ist eine ganz gute Sache und ganz wichtig. Deshalb nochmal, wir haben im Moment einen riesen Druck, auch auf uns natürlich, aber zieht es durch. Zieht eure Willen durch. Und wir warten auf zum Beispiel jemand, der aus einem Laden, aus einem Lebensmittelladen verwiesen wird. Oder auch sonst einem Laden, wir haben das kurz vorher diskutiert. Es ist ganz wichtig, wenn jemand aus einem Laden geschmissen wird, ruft uns bitte an. Wir ziehen diese Fälle durch. Aber wir brauchen einen Namen. Ohne Namen können wir nichts machen. Ja, unbedingt. Darf aber nicht allzu alt sein. Also es müsste neu sein und man muss auch wissen, welchen Laden, klar, aber wer auch einen da rausgeschmissen hat und so weiter. Weil die haben eine Grundversorgung, vor allem die Lebensmittelgeschäfte. Da kann man uns nicht rausschmeißen. Geht gar nicht. Dennoch wird es immer wieder versucht. Und genau so müssen wir uns einfach wehren, so lange wie nur irgendwie möglich friedlich. So lange. Wir haben übrigens auch diese Freiheitszeichen entwickelt. Die sind auf dem Shop zum Beispiel vom Netzwerk Impfentscheid, impfentscheid.ch. Die kann man da bestellen. Und das kann man auch nach außen passiv zeigen, wie viel man ist, wie viel man sind. Ja, denn wenn die da oben wüssten, wie viel wir sind, würden die vor Panik davonrennen. Und es sind viel mehr, die kritisch denken, als was wir meinen. Die kritische Masse haben wir schon lange erreicht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese kritische Masse noch nicht in Bewegung gekommen ist. Ja, die sitzen zu Hause, liken,
irgendwo, ha, Facebook, und haben das Gefühl, sie können mit einem Like in Facebook, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber die haben auch nicht den Mut, nach außen zu kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb bitte kommt raus. Am 20. ist in eine Kundgebung in Wohlen, stiller Prozess, Protest, bitte kommt. Geht auch an andere, geht raus, geht, weiß ich was, Flyer verteilen und so weiter. Das hat ja alles hier. Und ich rede jetzt nicht nur zu denen, die hier sind, denn ihr hattet schon den Mut, hierher zu kommen. Das ist für viele fast undenkbar. Trotzdem, es geht jetzt nicht um unser Leben in dem Sinn von ich habe genug Geld zum Leben. Es geht um unsere Zukunft. Das ist einfach nicht zu vergessen. Denn ich habe ja einen Job, ja, ich kann ihn nicht riskieren. Ja, wer sagt denn, dass er morgen den Job überhaupt noch hat? Niemand. Das heißt also, wir müssen uns ganz klar werden, dass wir höhere Ziele setzen müssen als ich möchte meinen Job und meinen Lebensstandard behalten. Der kann morgen weg sein. Okay, so, gut, also. Von den Impfungen her, es gibt, wie gesagt, es gibt noch viele weitere Fakten. Ich sage einfach so immer zu mir, ich kann es nicht oder ich möchte nicht für andere, kann auch nicht und werde auch nicht für andere entscheiden. Grundsätzlich ist meine Aussage immer beim Impfen, es ist eine Risikoabwägung. Ist die Krankheit gefährlicher oder Impfung? Und hier, bei dieser neuartigen, ungeprüften, eigentlich... Ah, das ist noch spannend. Ich habe ein Mail bekommen von einer Frau, die macht Zulassungen für die Pharmaindustrie, und die hat gesagt, dieses Teleskopieren, diese Zusammenschiebung von Phase 1 bis 3 in dieser Studie, das ist ein wissenschaftliches Schwerverbrechen. Und genau dies wurde ja getan bei diesen Impfungen. Man hat diese drei Phasen einfach ineinander reingemischelt und hat so irgendwelche Zahlen hervorgebracht mit 95%, wenn man die aber kritisch ansieht, dann merkt man plötzlich, ups, da stimmt ja einiges nicht. Und diese Risikoabwägung, die ist ganz wichtig. Oder nach einem Vortrag kam eine Frau zu mir, das ist schon Jahre her im Engadin, hat gesagt, ja, das war jetzt alles spannend und so, aber sie wissen immer noch nicht, was tun. Dann habe ich gesagt, ja, wie ist denn ihr Gefühl? Ja, nicht gut. Ja, dann impfen sie nicht. Wenn wir doch irgendwo durch, sagen wir so, es ist ein Park, es ist kalt, es nieselt, irgendwo raschelt es im Gebüsch, ein Hund bellt und weiß ich was, und irgendwo hat man noch einen dunklen Schatten gesehen. Und jetzt müsste man eigentlich auf die andere Seite vom Park, es geht gerade durch, oder außenrum an der hellen Straße entlang. Und das Gefühl stimmt nicht für den Park, was macht sie? Gut, vielleicht die Männer kriegen auch Säckle, aber die Frauen würden zumindest sagen, das stimmt irgendwas nicht, mit Gefühl, laufen außenrum, und auch die Männer, die da offen sind. Und genau das sollte man auch hier. Wenn etwas im Gefühl nicht stimmt, dann geht dem nach. Denn das ist eine Information, die wir verifizieren können, auf welche Art auch immer. Aber wenn wir das einfach ausschalten, dann haben wir genau diese männliche, materielle, dogmatische, rein intellektuelle Welt, die wir heute haben. Und die gibt uns weiterhin diese Probleme. Und da sind wir die Lösung und nicht die in Bern. Denn die wollen nicht. Und die dürfen auch nicht. Wir dürfen. Und ich darf jetzt auch übergeben, in dem Fall direkt. Oder willst du noch? Dann übergebe ich wieder an dich. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Daniel. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich glaube, Daniel Trapitsch hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Wir haben die Stimme in uns, wir haben das Gefühl. Und ich glaube, wenn wir wirklich lernen, auf unsere Stimme zu hören, dann treffen wir die richtigen Entscheide. Vielen Dank, Daniel. Ja, jetzt freue ich mich ganz besonders, dass wir Dr. Gerald Prey hier haben. Er ist Rechtsanwalt und er hat sich im Bereich Masken schon sehr, sehr eingesetzt. Ist auch schon unter Beschuss gekommen, natürlich. Und Gerald, darf ich dich bitten und dir die Bühne überlassen? Mit großem Applaus, Gerald Prey. Vielen Dank. Ja, guten Abend, sehr verehrte Anwesende. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Das schreibt Schiller in seinem Wallenstein, und Schiller wusste, wovon er sprach.
Schiller hatte Medizin studiert an der Karlsschule, wo er hin verfrachtet wurde gegen seinen Willen und hat dann eine Doktorarbeit begonnen über den Zusammenhang der tierischen mit der seelisch-geistigen Natur des Menschen. Und im Wallenstein sagt er, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und der Daniel Trappitsch hat es erwähnt, den Darwinismus, da entsteht ja durch Zufall aus einer Aminosäuresuppe das Leben und irgendwann Bewusstsein. Und das Ganze geht dann noch länger zurück auf etwas, was auch niemand nachbilden kann, nämlich den Urknall. Soll heißen, wir reden hier von Weltanschauungsfragen, von Überzeugungsfragen. Und wenn ich der Meinung bin, dass mein Geist den Körper aufbaut, dann hängt er auch nicht von den Aminosäuren ab, sondern der Geist nimmt die Aminosäuren, die er braucht, um im Körper für Ordnung zu sorgen. Und ich wäre nicht über die angebliche Krankheit Covid-19 sprechen und über die Viren. Da kann sich jeder selber schlau machen. Ich empfehle jedem, sich sachkundig zu machen. Es kann jeder sich das Nötige anlesen. Den gesunden Menschenverstand haben sie alle. Und ein sehr gutes Buch, um in das Thema einzuführen, ist das Buch Viruswahn von dem Internisten Klaus Köhnlein aus Kiel und dem Wissenschaftsjournalisten Thorsten Engelbrecht. Das Buch ist 2020 in Neuauflage erschienen, ist schon ein großes Kapitel auch zum Thema Coronavirus enthalten. Das ist allgemeinverständlich geschrieben mit Kapiteln zur historischen Entwicklung der ganzen Impfgläubigkeit, sage ich jetzt mal, ausgehend von Robert Koch und Louis Pasteur, zur spanischen Grippe und dann den verschiedenen Viren, mit denen man den Menschen immer wieder Angst gemacht hat, HIV, Ebola, SARS, Schweinegrippe und jetzt eben Coronavirus, SARS-CoV-2. Weil ich das Thema schon seit langem kannte, ich habe die Schweinegrippe schon verfolgt, habe mich damals gefreut, dass diese Panik in sich zusammengestürzt ist, ganz einfach, weil die Menschen nicht mitgemacht haben und dann mussten sie die Übung abbrechen und die für sehr viel Geld angeschafften Impfdosen gegen teures Geld vernichten. Habe ich gestützt auf die Kenntnis oder Erkenntnis, die ich gewonnen hatte aus der Lektüre dieses Buches Viruswahn, dem Bundesamt für Gesundheit einen Brief geschrieben. Anfang April, also vor 10 Monaten, und habe gesagt, ich rechne damit, dass Mandanten besorgt sein werden, wenn die Gesundheitskrise zunimmt. Ich brauche mehr Informationen, um die vernünftig beraten zu können. Und die Fragen werden zunehmen, insbesondere wenn es doch mal zu einem Impfzwang oder einem Impfobligatorium kommen sollte. Und habe dann eine Reihe von detaillierten Fragen gestellt, so wie das die Herren Köhnlein und Engelbrecht auch gemacht hatten. Und wollte vom BAG wissen, wie ist die Gefährlichkeit dieses SARS-CoV-2-Virus bewiesen worden? Ist überhaupt klar, dass er eine Krankheit erzeugt? Wie wird der Virus überhaupt festgestellt? Ist er isoliert? Ist der Test validiert? Welcher Test wird überhaupt verwendet? Wie hoch ist die Fehlerquote etc.? Einen ganzen Fragenkatalog. Kam innerhalb von 2 Tagen eine E-Mail-Antwort von der Taskforce. Da stand drin, vielen Dank. Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Maßnahmen verhältnismäßig sind. Leider können wir Ihre Fragen im Einzelnen nicht beantworten. Ja, nun wusste ich genauso viel wie vorher. Auf der Homepage steht nichts Sinnvolles, jedenfalls nicht zu diesen Themen, die für mich essentiell sind, weil das Epidemiengesetz ist ja nur anwendbar, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Das heißt, es muss wirklich eine gefährliche Krankheit im Umlauf sein, die hochgefährlich, ansteckend ist. Ansonsten darf ich die Maßnahme nach Epidemiengesetz gar nicht ergreifen. Und wenn ich der Meinung bin, ja, es ist so, dann muss ich das in irgendeiner Form dokumentieren können.
Ich habe noch keine gesehen. Ich habe im Sommer für einen Mandanten einen Verein, Wir 2020, kennt vielleicht der eine oder andere von Ihnen, eine Anfrage gestellt beim Bundesrat nach dem Öffentlichkeitsgesetz. Und das ist ein schön klingendes Gesetz, wonach jedermann, jeder von Ihnen kann Anfragen stellen auf Bereitstellung von Dokumenten. Das soll der Transparenz der Verwaltung dienen. Der Bürger soll die, die für ihn arbeiten, auf die Finger schauen können. Also habe ich da einen neuen, umfangreichen Fragenkatalog gestellt. Ich hätte gerne die Protokolle, die Studien, die Ausarbeitungen, die Empfehlungen des Wissenschaftsgremiums und so weiter, worauf gestützt die außerordentliche Lage ausgerufen wurde, die besondere Lage und so weiter. Ja, passierte mal 20 Tage nichts. 20 Tage ist die Frist für die Antwort, die in dem Öffentlichkeitsgesetz vorgesehen ist. Dann kam eine Zwischennachricht. Ja, das sei doch sehr umfangreich und Sie hätten das jetzt aufgeteilt zwischen eidgenössischem Justiz- und Polizeidepartement und dem Bundesamt für Gesundheit. 20 Tage später kam dann eine Nachricht vom EJPD, die haben ein bisschen was beantwortet, aber der Löwenanteil lag beim BAG und die haben gesagt, ja, das ist umfangreich, Sie brauchen mehr Zeit. Irgendwann haben sie mich vertröstet bis Ende Dezember, also kurz vor Weihnachten. 20 Tage Frist ist schon sehr großzügig ausgelegt und vor Weihnachten kam dann die E-Mail, ja, jetzt hätten sie mit der zweiten Welle so viel zu tun, sie bräuchten jetzt bis Mitte März. Also ich habe immer noch keine Antwort und schön langsam habe ich Zweifel, ob sie überhaupt auf irgendwas gestützt diese Maßnahmen verhängt haben. Und der Daniel Trappitsch hat es angesprochen, es ist eine elementare politische Krise, eine politisch-rechtlich-gesellschaftliche Krise, die beispiellos ist in der Geschichte der Schweiz und auch weltweit. Und weil es weltweit passiert, ist die Suggestivkraft so groß. Ja, wenn es alle machen, dann muss doch was dran sein. Ja, das ist der erste Eindruck. Aber dann muss man dem halt nachgehen und nachdenken, stimmt das, was behauptet wird? Und das ist der Punkt, wo dann die Sache mit diesem gesunden Menschenverstand ins Spiel kommt. Und Daniel hat verdienstvollerweise Rudolf Steiner erwähnt, dreimal Mut. Und es gibt noch einen, noch viel älteren Menschen, der hat auch vom Mut gesprochen, nämlich Immanuel Kant. 1784 in dem kleinen Aufsatz Was ist Aufklärung? Und da sagt er, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Das könnte er für die NZZ geschrieben haben. Es wäre brandaktuell. Ich glaube, die NZZ hätte unglaublich viele positive Voten, wenn so ein Kommentar zu lesen wäre. Die NZZ schreibt aber leider nur wenig solche aufklärenden Beiträge und wenn einer mal den Mut hat, dann wird er gefeuert. Stattdessen spielt die NZZ mit im Panikorchester, das jeden Tag
die Gefährlichkeit und die Dramatik anheizt, um die Menschen in der Angst zu halten. Es ist vollkommen unverantwortlich und es gibt verdienstvolle Initiativen aller Art. Ich habe einen wunderbaren Menschen kennengelernt, bisher nur über Telefon, der hat eine 70-seitige Strafanzeige ausformuliert, die erhoben werden soll gegenüber dem Vorsitzenden der Taskforce, dem Herrn Ackermann. Und da hat er detailliert nachgewiesen in nächtelanger, wochenendlanger Arbeit, warum die Taskforce die Schweizer Bevölkerung schreckt. Und das ist ein Straftatbestand. Und meine Hoffnung ist, dass die Staatsanwaltschaft, die mit dieser Anzeige konfrontiert wird, die nicht einfach vom Tisch wischen kann, weil das ist wirklich fundiert ausgearbeitet. Und es wird demnächst fertiggestellt. Ich habe dem noch ein paar Tipps gegeben. Und wenn es dann eingereicht ist, wird die auch an geeigneter Stelle veröffentlicht werden. Es ist nämlich auch eine Fundgrube an aufklärerischem Material enthalten. So wie auch andere Organisationen Aufklärung betreiben, wie die Freunde der Verfassung, die vor wenigen Tagen einen offenen Brief wieder geschrieben haben, oder das Ärztenetzwerk Aletheia rund um Andreas Heisler. Dort wurde auch ein Brief verfasst, der ging jetzt per Einschreiben an alle 400 Parlamentarier. Sinn und Zweck ist zu dokumentieren, die haben Bescheid gewusst, beziehungsweise hätten Bescheid wissen können, wenn sie sich die Zeit genommen hätten, diese Dinge zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn ich schon so weitreichende Maßnahmen verhänge, dann habe ich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, alle Aspekte zu beachten und nicht nur denen zu glauben, die ich selbst ausgewählt habe und in eine ad hoc zusammengewürfelte Taskforce gesetzt habe. Die erzählen dann nämlich das, was der Bundesrat hören will. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Schweiz nicht viel anders gelaufen ist als in Deutschland, wo inzwischen aufgrund der Hartnäckigkeit einiger Anwaltskollegen und der Zeitschrift Die Welt ans Tageslicht gekommen ist, dass die Studien, die die größtmögliche Panik angeheizt haben, bestellt war von der deutschen Regierung. Das heißt, es ist eine ganz bewusst perfide geschürte Angst- und Panikattacke, wo man mit elementaren Urängsten der Menschen spielt, nämlich, dass man den eigenen Eltern und Großeltern was antun könnte, indem man sie ansteckt, dass man Ängste schürt vor einem Erstickungstod und dann setzt bei den meisten Menschen das Denken aus. Es ist sowieso nicht mehr so verbreitet wie früher und der Rest ist dann im Keim erstickt. Und dann fällt man in diese unmündige Haltung zurück, von der Kant spricht und die unglaublich bequem ist. Es ist natürlich sehr viel einfacher zu sagen, ich glaube dem, was das Bundesamt für Gesundheit sagt. Da muss ich selber nicht mehr nachdenken, da ist Schweizer Kreuz drauf, das hat amtliche Autorität. Und das Problem bei der Sache ist nur, wer die Verlautbarungen des Bundesamtes für Gesundheit verfolgt hat, weiß, dass die auch ohne weiteres das Gegenteil von dem behaupten, was sie wenige Monate vorher gesagt haben. Etwa Maskenpflicht. Im Frühjahr haben sie noch gesagt, ist wirkungslos, bringt nichts. Im Sommer haben sie es dann angeordnet im ÖV. Gegen diese Maskenpflicht im ÖV, manche von Ihnen werden es vielleicht wissen, führe ich ein Verfahren, wo ich beantragt habe für knapp 400 Antragsteller, dass festgestellt wird, dass diese Anordnung, immer bei ÖV-Nutzung eine Maske tragen zu müssen, rechtlich nicht haltbar ist, weil es gegen höherrangiges Recht, insbesondere die Schweizer Bundesverfassung, verstößt. Ich bin noch nicht weit gekommen, obwohl ich jetzt schon ein halbes Jahr dran bin. Ich prozessiere momentan beim Bundesverwaltungsgericht gegen einen Nicht-Eintretensentscheid des Bundesamtes für Gesundheit, die den Antrag für unzulässig erklärt hat und nicht eingetreten ist. Jetzt habe ich heute wieder eine Eingabe gemacht und wir werden sehen, wie das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.
Es kann nicht sein, dass Hunderttausenden täglich auferlegt wird, eine Maske aufzusetzen, die nach x Studien schädlich ist, gesundheitsbeeinträchtigend. Und das kann jeder selbst überprüfen oder hat schon erfahren, man kriegt weniger Luft, als wenn man keine Maske trägt. Da muss ich ja nicht mal Medizin studiert haben, das muss ich einfach praktisch ausprobieren. Und wenn ich mal schnell die Treppe raufgehe mit der Maske, dann werde ich ganz schnell merken, wie viel weniger Sauerstoff ich bekomme. Und für die Wissenschaftlichen unter Ihnen, Sie können so ein kleines Gerät sich anschaffen, wo ganz grob der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen wird, mit einem Clip am Finger. Und dann messen Sie die Maske auf, eine halbe Stunde oder eine Stunde, und dann messen Sie wieder. Und dann schauen Sie, was das Gerät anzeigt. Und der Vorteil des Maskentragens ist nicht erwiesen. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die das belegen würde. Nur das Bundesamt für Gesundheit weiß es besser. Die haben mir geantwortet auf den allerersten Antrag für diese knapp 400 Antragsteller. Die Wissenschaft ist sich einig, dass das Maskentragen eine pragmatische Vorgehensweise ist, um das Virus einzudämmen. Ja, das ist einfach eine sinnlose Aussage in doppelter Hinsicht. Die Wissenschaft kann gar nichts. Das ist ein abstrakter Begriff, eine Bezeichnung für eine bestimmte Richtung oder für eine bestimmte Gruppe oder Tätigkeit im Leben. Und dass die Wissenschaftler sich einig sind, das ist eine glatte Lüge. Das ist ganz einfach, weil es gibt Tausende von Wissenschaftlern, die anderer Meinung sind im Punkto Maskenpflicht. Das heißt, ich komme zurück auf die politisch-rechtliche Krise. In der Schweiz hat im März ein Putsch von oben stattgefunden. Das heißt, die Regierung hat sich jetzt gegen die eigene Bevölkerung verschworen. Und wie Dani Trapic gesagt hat, ich scheue auch nicht den Begriff Verschwörungstheoretiker, weil der hat inzwischen schon adelnde Wirkung. Verschwörungstheoretiker sind die, die sich keine Denkverbote auferlegen lassen. Das ist nämlich die Taktik zu sagen, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und der Begriff wurde in die Welt gesetzt von der CIA, ich glaube 1967, als die kritischen Stimmen zum Mord an John F. Kennedy nicht verstummen wollten. Und dann haben sie sich ausgedacht, die nennen wir jetzt Verschwörungstheoretiker und bringen sie dadurch zum Schweigen. Das Dokument finden Sie im Netz, es ist deklassifiziert, das heißt, man hat die Geheimnisstufe aufgehoben. Und das ist der Ursprung des Begriffs. Und im Übrigen ist völlig klar, dass es Verschwörungen aller Art gibt, im kleinen und im großen Stil. Dann können Sie von der Intrige in irgendeiner Unternehmensabteilung ausgehen bis zu Pulververschwörung in London Anfang des 17. Jahrhunderts. Oder auch die grandioseste Verschwörungstheorie, die es überhaupt gibt, nämlich die offizielle Version zum Geschehen vom 11. September 2001. Das ist ja auch eine Verschwörungsgeschichte, dass das 19 Terroristen aus dem arabischen Raum waren. Und deswegen wäre der viel treffendere Begriff Verschwörungsdiagnostiker. Man schaut an, was sehe ich für Indizien und stelle dann eine Diagnose. Diesen Ausdruck habe ich gelernt, dankbar, von dem Arzt Thomas Carmine, der mit mir an einer Podiumsdiskussion war am Rathen in Oberägeri nach der Vorführung des Films Unerhört von Reto Brennwald. Und da hat er auch als allererste Frage das bekommen mit der Verschwörungstheorie. Und hat er gesagt, ja, er ist Verschwörungsdiagnostiker, weil als Arzt ist er auch die Diagnosestellung gewohnt. Und heute, interessanterweise, fahre ich im Aargau zum Tanken, gehe ohne Maske zum Bezahlen hinein in den Shop und sagt eine freundliche Dame, ja, aber Maske. Sage ich, ja, ich weiß, aber ich trage keine. Und dann schaut sie mich genauer an. Ah, ich kenne Sie, Sie waren im Raten bei der Diskussion. Hätte ich die Maske getragen, hätte ich mich nicht erkannt.
war ich froh, dass ich ohne Maske hineingegangen bin. Ja, rechtlich ist es ein schwieriges Feld bislang gewesen, weil die Verwaltungsrichter bisher, soweit Aktionen gelaufen sind, sich die Sache verhältnismäßig einfach gemacht haben, indem sie sagen, wir glauben, also ich übersetze jetzt, es wird natürlich in schönen juristisch gewählten Formulierungen gesagt, aber ich übersetze jetzt, wir glauben dem, was das BAG, die Taskforce und die WHO sagen. Wenn die sagen, es ist eine gefährliche Pandemie, dann ist es so. Dass man handfeste Zahlen vorlegt, die das widerlegen, dass man Beweise dafür fordert, dass eine außergewöhnliche Notlage herrscht, ja, das interessierte die Richter nicht. Es wird einfach geglaubt. Und deswegen sind wir in die Zeit vor der Aufklärung zurückgefallen und das äußerlich sichtbare Zeichen ist die Maske. Das ist nämlich die Entmündigung. Die Entmündigung mit dem Maulkorb und deswegen ist der Symbolgehalt so groß. Es ist ein Zeichen der Unterwerfung unter eine winzige Minderheit, die glaubt, der Mehrheit jetzt vorschreiben zu dürfen, wie sie zu leben und wie sie sich zu verhalten hat. Es ist die völlige Umkehrung des Grundgedankens der Schweizer Verfassung, die nämlich ausgeht von den individuellen Rechten jedes Einzelnen gegen die Staatsgewalt. Und jetzt wird so getan, als ob es der Weisheit letzter Schluss wäre, zu sagen, ich muss mich so verhalten, wie die Obrigkeit es gebietet, ansonsten bin ich nicht solidarisch, ein asozialer, ein rücksichtsloser Egoist, der sozusagen auf die Gesundheit der anderen Menschen keine Rücksicht nimmt. Nur, das ist ja eine inhaltsleere Behauptung. Es ist eine der größten Lügen, die man in die Welt gesetzt hat, dass Menschen ohne Symptome andere anstecken könnten. Dafür gibt es nicht den geringsten Beweis. Erforschen Sie selbst, Sie müssen mir überhaupt nichts glauben. Ich kann Ihnen das Denken auch nicht abnehmen. Das ist, so mühsam es ist, für jeden Einzelnen nur durch ihn selbst vornehmbar. Gehen Sie dem nach, es gibt keinen Beweis dafür. Und mit diesem Trick hat der Bundesrat die ganze Schweiz zum Krankenhaus gemacht. Es sind alle krank. Sie wissen es nur nicht. Nur wenn Sie positiv getestet sind, dann wissen Sie es angeblich. Aber der Test ist ja auch absolut wert- und sinnlos. Auch das können Sie erforschen. Es gibt genug hervorragende Artikel. Auch da, Urteilsbildung steht eben an erster Stelle. Und womit ich konfrontiert bin in der Anwaltspraxis, sind Menschen, die bisher gelitten haben darunter, dass ihnen gekündigt wurde, nur weil sie aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Es wird nicht geduldet, dass einer ohne Maske in der Schule herumläuft, obwohl es auch in der Verordnung selbst ausdrücklich diese Ausnahme gibt. Aber es soll nicht geduldet werden, weil das erinnert die anderen Menschen, die hinter der Maske sich verstecken, dass man ja auch ohne Maske herumgehen könnte. Und diese Situation droht jetzt zu kommen für einen noch kritischeren Bereich. Ich halte die Maske schon für schlimm genug. Aber wenn jetzt das Thema Impfen aufs Tablett kommt, dann wird es noch viel, viel schwieriger für jeden Einzelnen, auch die existenzielle Entscheidung, was mache ich, wenn mir mein Arbeitgeber, sei es der Staat, sei es der private Arbeitgeber, sagt, du musst dich impfen lassen, ansonsten kannst du hier nicht weiterarbeiten. Das ist eine Entscheidung, die Ihnen niemand abnehmen kann. Auch dort gilt, jeder muss sich sein eigenes Urteil bilden. Und wie Dani Trapic richtig gesagt hat, es ist eine Risikoabwägung. Und ich kann Ihnen nur raten, suchen Sie so viel Informationen wie möglich und beschränken Sie sich dabei bitte nicht nur auf die Homepage vom BAG oder vom Kanton Zürich. Ich habe das
mir jetzt angesehen im Zusammenhang mit einer, mit einem Mandat, das ich gerade habe. Und laut Kanton Zürich gibt es auf die Frage, bestehen Risiken bei einer Impfung? Die Antwort: aus den Studien sind bis anhin keine schwerwiegenden Nebenwirkungen bekannt geworden. Etwa 10% der 30.000 bis 50.000 der Personen, die an den Studien teilgenommen haben, berichteten nach der zweiten Impfung von leichten Nebenwirkungen wie Fieber, Abgeschlagenheit, Glieder- und Gelenkschmerzen. In seltenen Fällen kann es wie bei jeder anderen Impfung zu allergischen Reaktionen kommen. Die medizinischen Fachkräfte sind auf eine mögliche auftretende allergische Reaktion und für deren Behandlung aber gut vorbereitet. Also es ist ganz harmlos. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Und nachdem es um Existenzielles geht, nämlich um Ihre Gesundheit, um Ihr Leben, würde ich sagen, es lohnt sich, hier Zeit zu investieren, um möglichst viele Informationen einzuholen. Wenn Sie eine Waschmaschine oder ein Auto kaufen, tun Sie das ja auch. Und wenn es um Ihr Leben und um Ihre Gesundheit geht, dann muss das erst recht gelten. Und Ärzte haben mir erzählt, dass zum Teil in den Alten- und Pflegeheimen die ärztliche Aufklärung, die eigentlich dringend geboten ist, oder überhaupt die Aufklärung vor einer Impfung, so aussieht, dass man den alten Menschen sagt, hier ist der Link zur Homepage vom BAG, dort können Sie sich informieren. Und das ist Minimum grob fahrlässig, was man den Menschen da antut. Aber wer den schwarzen Peter bei der Geschichte haben wird, ist schon ziemlich klar. Das sind nämlich die, die die Impfungen verabreichen. Das heißt die Ärzte oder die Menschen, die in den Impfzentren tätig sind. Es gibt ein Papier vom BAG, die Impfstrategie des Bundes, und daraus ergibt sich ziemlich klar, dass die in allererster Linie dann haften sollen. Der Bund haftet ja nur nachrangig, subsidiär und von vornherein begrenzt auf maximal 70.000 Franken, egal wie schwer der Schaden ist. Und Sie wissen selbst, wenn Sie eine lebenslange gesundheitliche Beeinträchtigung haben sollten, Gott bewahre, dann sind 70.000 Franken bescheiden, um es vorsichtig auszudrücken, abgesehen davon, dass die Gesundheit durch nichts zu ersetzen oder zu bezahlen ist. Und das Thema Impfen wird einfach von offizieller Seite sehr einseitig präsentiert, und es ist nicht auf diesen jetzigen Bundesrat beschränkt. Den Herrn Berchse habe ich persönlich auf meiner schwarzen Liste, seit er im August verkündet hat, wir müssen die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung impfen. Da habe ich mich gefragt, ist der Mann übergeschnappt? Wer ist wir? Wie kann der sich anmaßen, über die individuelle Gesundheit von Millionen Menschen bestimmen zu wollen? Noch dazu, wo, wie Daniel Trapitsch völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, nach derzeitiger gesetzlicher Grundlage niemand gegen seinen Willen geimpft werden darf. Wie kann der dann sagen, wir müssen die große Mehrheit der Bevölkerung impfen? Das ist so unglaublich. Es gab aber keinen Aufschrei oder irgendeine Empörung. Nein, das wird so Tatsache, so as matter of factly, sagen sie im Englischen, hingenommen, als ob es ganz normal wäre. Und es liegt natürlich daran, dass diese Impfkampagne von langer Hand vorbereitet ist. Und als Jurist bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich gelesen habe, dass diese globale Allianz für Impfstoffe, die Gavi-Allianz, wo auch die Bill und Melinda Gates Stiftung dahinter steht, mit der Eidgenossenschaft ein Abkommen abgeschlossen hat, und zwar schon 2009. Können Sie finden unter admin.ch, Bundesrat schließt ein Sitzabkommen mit der globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung ab. Und dann schauen Sie mal in dieses Abkommen hinein, hat eine ganz offizielle Nummer in der Gesetzessammlung, Abkommen
Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und Gavi Alliance, globale Allianz für Impfungen und Immunisierungen, zur Regelung des rechtlichen Statuts von Gavi Allianz in der Schweiz. Und da bin ich in der Tat aus allen Wolken gefallen, weil da steht drin, die Archive sind unverletzlich, Immunität von der Gerichtsbarkeit, die sind der Schweizer Gerichtsbarkeit nicht unterworfen. Die haben extraterritorialen Status, die Schweizer Polizei darf nicht mal das Gelände betreten. Steuern zahlen sie auch nicht, sind von der direkten Steuer des Bundes, der Kantone und Gemeinden befreit. Die Stiftungsratsmitglieder von Gavi Alliance und deren allfällige Stellvertreter genießen während der Ausübung ihrer Tätigkeit in der Schweiz folgende Vorrechte und Immunitäten. Immunität von Festnahme oder Haft, außer wenn sie auf frischer Tat ertappt werden. Unverletzbarkeit aller ihrer amtlichen Schriftstücke, Datenträger und Urkunden, Zollvorrechte und so weiter. Sie können das mal nachlesen. Und das wirft einfach Fragen auf. Wieso hat diese Impfallianz einen so unglaublichen Sonderstatus? Ich meine, die Eidgenossenschaft ist frei darin, Verträge abzuschließen. Man kann Zweifel haben, ob diese sogenannten Public-Private Partnerships, diese Verschmelzung von öffentlicher und privatrechtlicher Tätigkeit sinnvoll ist. Aber so weitreichende Sonderrechte, die ja ähnlich wie bei der BITS in Basel reichen, da muss man sich fragen, was steckt da dahinter? Können wir jetzt nicht behandeln. Sie interessiert ja vielleicht noch, was können Sie jetzt machen, wenn die Impfung droht? Grundsätzlich gilt, Sie können auf keinen Fall physisch dazu gezwungen werden. Das steht momentan noch, ich sage noch, in der Epidemienverordnung. Eine Verordnung kann aber relativ rasch geändert werden. Ansonsten hat der Bund und haben die Kantone die Möglichkeit, ein Impfobligatorium zu erklären für bestimmte Bevölkerungsgruppen und bestimmte gefährdete Personen. Ob sie das machen, weiß man nicht. Wenn ich sehe, wie unbedenklich man sich über die Voraussetzungen des Epidemiengesetzes hinweggesetzt hat, durch all die Maßnahmen, die jetzt ständig beschlossen worden sind, weiß man nicht, wie groß der Schutz sein wird. Aber ich halte es für nachrangig, weil das läuft anders, vermutlich, nämlich über diesen indirekten Druck, der aufgebaut wird. Ja, selbstverständlich. Es gibt keinen Impfzwang. Sie sind völlig frei in ihrer Entscheidung. Sie dürfen halt nur nicht mehr ÖV nutzen, nicht mehr ins Ausland reisen, keinen Flieger besteigen und ihre Arbeit müssen sie auch aufgeben. Aber ansonsten sind sie völlig frei. Und da stellt sich halt die Frage, gibt es die Schweizer Bundesverfassung überhaupt her? Und ich sage, nach meinem besten Wissen und Gewissen, aber ich bin eine kleine Stimme unter Heerscharen von Anwälten und Juristen und bei weitem nicht repräsentativ. Ich sage klar, nein, das ist eine so unglaubliche Umkehrung der Grundstruktur der Schweizer Verfassung, dass man wirklich von einem Umsturz sprechen kann. Weil der Bundesrat tut ja jetzt so, als ob er so mit einem Fingerschnippen Grundrechte aufheben, einschränken, unbeachtet sein lassen kann. Und das ist grundfalsch. Die Grundrechte müssen sich gerade in der Krise bewähren. Das sind ja auch Menschenrechte darunter, die durch völkerrechtliche Verträge und Abkommen abgesichert sind, wie dem UNO-Pakt II, bürgerliche Rechte, die Europäische Menschenrechtskonvention. Das sind völkerrechtliche Bestimmungen, die für die Schweiz verbindlich sind, weil die Schweiz Signatarstaat dieser jeweiligen Abkommen ist. Und die kann man nicht einfach so außer Kraft setzen. Ich kann nicht einfach anordnen, es dürfen sich jetzt nur noch maximal 5 Personen versammeln.
Weil das ist faktisch die Außerkraftsetzung der Versammlungsfreiheit. Und wenn ich jetzt bis in die Privaträume hinein regiere und sage, es dürfen sich nur noch 5 Menschen treffen, ja, geht's noch. Das hat den Staat überhaupt nichts anzugehen. Insbesondere, wo bis heute auch nicht ansatzweise dargelegt wurde, warum es denn so gefährlich ist. Die Menschen sind doch mündige Bürger. Heißt es jedenfalls in den Sonntagsreden. Wenn es wirklich gefährlich wäre, ich traue jedem von Ihnen und auch allen, die jetzt zuschauen und auch sonst allen Menschen zu, dass sie auf sich selbst schauen und für sich sorgen können und Rücksicht nehmen, wenn sie selber krank sind, dass sie das dann nicht den Großeltern zu Besuch mitbringen. Das war in der Vergangenheit ja auch nicht anders. Und dass das Leben lebensgefährlich ist, das ist keine neue Erkenntnis. Und ich kann es wirklich kaum mehr hören, wenn jetzt täglich verkündet wird im Radio und jetzt gibt es wieder 31 Corona-Tote. Ja, das ist eine völlig nichtssagende Mitteilung. Das kann erstens stimmen oder auch nicht, ob die wirklich an Corona gestorben sind. Und ansonsten ist es eine statistische Notwendigkeit, dass täglich so und so viele Menschen sterben, einfach aus den verschiedensten Gründen, aus Altersschwäche, aus Krankheit, aus Unfällen, was auch immer. Und die Mitteilung, es sind 30 Menschen gestorben, die ist völlig sinnfrei und dient nur dazu, den Menschen Angst zu machen. Genauso wie mit den Testergebnissen, die immer verkündet werden. Es dient auch nur der Aufrechterhaltung der Angst. Und ein kleiner Lichtblick ist eine Entschließung vom Europarat von Ende Januar 2021. Und der Europarat ist das Gremium, das die Europäische Menschenrechtskonvention verabschiedet hat, wo auch die Schweiz Mitglied ist. Und in dieser Entschließung steht ausdrücklich drin, dass alle Bürger darüber informiert werden müssen, dass die Impfung nicht verpflichtend ist und dass niemand politisch, sozial oder auf andere Weise unter Druck gesetzt werden darf, um sich impfen zu lassen, wenn sie das nicht selber wünschen, aus freien Stücken. Und dann steht noch drin, dass sicherzustellen ist, dass niemand diskriminiert werden darf, wenn er sich nicht hat impfen lassen. Und das kann man anführen, auch gegenüber Arbeitgebern, weil es ist eine glasklare Diskriminierung. Auch wenn natürlich die ersten Anwaltskollegen schon sich Gedanken machen, dass es alles in Ordnung ist, weil es ist ja ein sachlicher Unterschied, wenn jemand geimpft ist, als wenn er nicht geimpft ist. Wobei all das auch weitgehend auf Glauben beruht, weil ja nicht bewiesen ist, was die Impfung denn tatsächlich bewirkt. Selbst nach offizieller Lesart verhindert sie ja nicht einmal die Ansteckung, sondern nur, dass die Krankheit einen besonders schweren Verlauf nimmt. Deswegen muss man auch als Geimpfter weiterhin Abstand halten, Masken tragen und so weiter. Also der ganze Zirkus geht gerade weiter so wie bisher und das wird eine Endlosschleife. Sie kennen vielleicht diesen Film und ewig grüßt das Murmeltier und ewig grüßt der neue Mutant aus Südafrika oder England oder wo auch immer. Da können Sie ohne weiteres davon ausgehen, dass das frei erfunden ist. Weil wenn ich schon das Original SARS-CoV-2-Virus nie isoliert und nachgewiesen habe, wie kann ich dann einen Mutanten bestimmen? Das ist einfach irgendeine andere Aminosäure und auch dazu gibt es hervorragendes Material. Eine wunderbare Webseite ist Rubicon. Hervorragende, aufklärende Artikel. Da können Sie nachlesen, dass die Viren oder das, was man dafür hält, am Computer zusammengesetzt werden. Man nimmt einzelne winzig kleine Aminosäureabschnitte, RNA-Schnipsel und ergänzt die mit Hilfe von Computerprogrammen zu einem riesigen Virus. Der ist dann 100-mal größer oder 500-mal größer, ist imaginär, ist eine Einbildung, Fiktion. Und wenn ich dann wieder das kleine Schnipsel finde, dann sage ich, ha, der ist krank. Der hat aber gar kein Symptom. Man hat nur ein kleines RNA-Schnipselchen gefunden, glaubt, das ist repräsentativ für das Virus,
Und dann werden wieder, ich weiß nicht, 10 Leute in Quarantäne geschickt, auch völlig sinnlos. Man fragt sich, warum setzt der gesunde Menschenverstand auf so breiter Front aus? Es ist schwer nachvollziehbar, aber dem dienen ja so Veranstaltungen wie heute. Und wie gesagt, glauben Sie mir nichts, recherchieren Sie selber, bilden Sie sich ein Urteil. Und beim Recht werden wir zurückgreifen müssen auf das, was nicht geschriebenes Recht ist. Ich habe das bei meiner allerersten Kundgebung, die ich besucht habe in meinem Leben, in Altdorf im August erwähnt. In Deutschland gibt es einen Juristen namens Gustav Radbruch, der war mal Reichsjustizminister, war Professor, hat ein Lehrbuch geschrieben, weithin gerühmt über Rechtsphilosophie, und der war der Meinung, dass Recht nichts anderes ist als das, was in die Gesetze geschrieben wird. Rechtspositivismus nennt man das, positiv gesetztes Recht. Und diese Überzeugung hatte er viele, viele Jahre. Und nach den Erfahrungen während des Dritten Reichs hat er 1946 nach Ende des Krieges einen berühmten Aufsatz geschrieben, der heißt Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Das heißt, er hat erlebt, dass im Gesetz selber Unrechtes stehen kann und dass das Recht über dem Gesetz zu finden ist. Und das ist eine Erfahrung, die für die Schweiz völlig neu ist, dass eine Verordnung des Bundesrates gesetzliches Unrecht sein kann. Und das ist das, was momentan auf breiter Front stattfindet. Und ich schließe mit Schiller, mit dem ich begonnen habe, und zitiere ihn dazu, Wilhelm Tell. Und da geht es genau um dieses Recht, das über jedem Gesetz steht. Und da sagt er in seinem Stück, nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf, getrosten Mutes in den Himmel, und holt herunter seine ewigen Rechte, die droben hangen unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. Ja, ganz herzlichen Dank, Gerald. Ich glaube, ich habe so etwas gespürt im Raum. Viele Leute hatten so das Gefühl, mein Gott, was geht da ab? Die Grundlagen fehlen ja. Die Grundlagen sind nicht da. Ich glaube, das hast du sehr, sehr plastisch gezeigt, dass einfach das Fundament nicht stimmt und da ein Gebäude drauf gebaut wird und wir eben erleben, dass viele Leute große Ängste haben. Und ich glaube, auch all die Leute, die jetzt hier sind, die Leute, die zusehen, es ist unglaublich wichtig, dass wir in unserem Umfeld andere Leute aufklären, mit ihnen sprechen und ihnen vielleicht ein bisschen die Angst nehmen können. Ich glaube, das ist etwas unglaublich Wichtiges. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Und wir haben so vereinbart, dass Daniel Drabitsch und Gerald Prey, dass sie zur Verfügung stehen. Und ich komme mit dem Mikrofon dann zu den Fragestellern hin und bitte einfach die Fragen möglichst kurz zu formulieren, kurz und prägnant. Und dann, je nachdem, wen es betrifft, wird die Frage entweder durch Daniel Drabitsch oder Gerald Prey gestellt. Darf ich fragen, wer hat eine Frage, die er den beiden Experten stellen möchte? Und vielleicht ein Handzeichen geben. Oder vielleicht, ja, da haben wir gerade jemand.
Ich habe eine Frage, und zwar betreffend Andreas Kalker mit der Studie von CDL Chlordioxid. Wieso ist die Schweiz da außen raus und lässt das völlig kalt? Okay. Also du meinst die Anwendung von CDL? Ja. Ja, das ist gut möglich. Ich kenne jetzt die Studie, ich weiß von dem Ganzen, aber ich kenne es jetzt nicht im Detail. Ich weiß aber, dass es auch andere Varianten gibt, die eigentlich wirken würden. Es hat sogar in Deutschland hat einer, ein Arzt, einen Impfstoff entwickelt, der wirkt, der eine Antikörper bildet, der wurde dann verhaftet. Also es wird ganz klar, das ist das, was ich schon versucht habe zu sagen. Es wird ganz klar, die Geschichte oder respektive die Alternativen zum Impfen werden zerstört, die werden unterdrückt. Zum Beispiel ist jetzt die WHO so weit gegangen und hat gesagt, eine Herdenimmunität gibt es nur noch über die Impfungen. Das heißt also, das direkte Anstecken ist passé, das gibt es nicht mehr. Das ist die Erfindung des neuen Immunsystems. Und das ist... Wie? Also das müsste ja an der Öffentlichkeit gehen. Ja klar, aber wir versuchen ja das. Ja. Aber sagen Sie das mal im SRF oder irgend sowas. Ich hatte einen Fall in der Familie und darum hatte ich persönlich mit dem Kontakt. Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich wurde vom Spital rausgeschmissen. Ja, klar. Und die Polizei kam. Ja, also richtig. Katastrophe. Richtig. Ja. Und da sieht man diese Macht von diesen Regierungen. Die Regierung ist eigentlich nicht unser Ober, sondern es sind eigentlich... Wenn wir in einer Wohngemeinschaft sind mit verschiedenen Häusern, haben wir eine Verwaltung. Und die Verwaltung macht Vorschläge, was sie denn den Hausbesitzern oder den Wohnungsbesitzern, was man jetzt neu macht, zum Beispiel den Vorplatz neu teeren oder sowas. Und die Gemeinschaft sagt dann, ja, ist okay, machen wir. Die Verwaltung hat sich jetzt oben dran gesetzt und hat gesagt, wir machen das und ihr habt zu schlucken. Und genau das passiert. Es ist eine kranke, dunkle Macht, die jetzt im Prinzip das Geschehen weltweit in den Griff hat. Weitere Fragen? Ja, ich habe da noch eine Frage bezüglich den Tests. Da wird ja gesagt, dass die Impfung eigentlich schon über den Test verabreicht werden kann, weil letzten Sommer, glaube ich, das BAG hat einen Auftrag gegeben an das Inselspital in Bern, um zu untersuchen, ob die Impfung über die Schleimhäute, über die Rachenschleimhäute verabreicht werden könnte. Und jetzt hört man immer mehr, dass die Impfung im Prinzip schon über das Testen, also über den PCR-Test, verabreicht werden kann. Was könnt ihr dazu sagen? Ist das immer noch so brisant oder gibt's da Beweise dafür? Oder ich finde nicht alles im Netz dazu. Dankeschön. Ja, das hängt damit zusammen, dass es keine wirkliche Impfung ist. Also ich habe davon gelesen, dass insbesondere Kinder wohl über die Mundschleimhaut das verabreicht bekommen können, auch andere Dinge, aber ich kenne mich da zu wenig aus. Nachdem ich aber den Abgrund an böswilliger Absicht schon vielfach gesehen habe, würde ich das nicht ausschließen. Ich kann es aber nicht verifizieren, ich weiß nicht, ob du es kannst, aber für möglich halten tue ich es, dass über den Test schon etwas gemacht wird, was den Menschen nicht mitgeteilt wird. Und darauf deutet hin, für mich persönlich, ähnlich wie dieser seltsame Vertrag mit der Gavi-Impfallianz, dass das durch diesen schmerzhaften Nasenabstrich gemacht werden muss. Und dazu habe ich extra mal einen befreundeten Arzt gefragt und der hat gesagt, das sei völliger Unfug. Es genügt vollkommen, wenn Sie einen Abstrich aus der Mundschleimhaut nehmen oder einen Spucktest machen, weil gerade wenn die Übertragung über Aerosole stattfinden soll, dann muss das ja im Mund vorhanden sein.
Und wenn die Viruslast so gering ist, dass ich sie nicht finden kann, dann wird sie kaum ansteckend sein können. Abgesehen davon, das habe ich erwähnt, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für die Übertragung durch die Luft. Und mit den Tests, das Mindeste, was man sagen kann, es ist ein Milliardengeschäft. Was damit noch für Absichten verfolgt werden, darüber kann man nur spekulieren. Und ich weiß jetzt persönlich zu wenig dazu. Und verifizieren kann ich es, wie gesagt, nicht. Also verifizieren kann ich es auch nicht. Ich habe das auch gehört und auch mit diesen Nanochips und so weiter. Als Jurist sind wir einfach daran interessiert, Fakten und Beweise zu haben. Weil wenn wir das in den Mund nehmen und einfach sagen, es wird Nanochip und weiß ich was alles über diese Stäbchen weggegeben, dann machen wir uns auch unglaubwürdig. Was aber eine Idee wäre, das ist wirklich die Impfung, die Immunitätserzeugung über die Schleimhäute, denn das ist der absolut normale Weg. Wenn wir hier drin, gut, jetzt haben alle Masken an, aber wenn wir hier drin miteinander reden, dann tauschen wir das aus. Das heißt, es ist ganz ein normaler, seit Jahrtausenden von Jahren ist diese Infektion über die Schleimhäute. Also wäre ein Weg über die Schleimhäute sinnvoll. Aber diese ganzen Partikel, die da ja schon in der Luft sind, meistens macht das Immunsystem nämlich nichts. Oder höchstens eine Phagozytose, das heißt, es frisst diese Dinger auf und scheidet die wieder aus. Und das ist das Problem von diesen Impfungen auch über die Nase. Das heißt also, über die Nase gab es ja diesen Nasoflu und da gab es mal und dann gab es ihn nicht mehr und jetzt gibt es ihn, glaube ich, wieder. Der wollte ja über die Nasenschleimhaut im Prinzip immunisieren. Problem ist einfach, die hatten Substanzen da drin, die haben die Schleimhäute geöffnet, sind in die Nerven eingedrungen und dann war einfach alles lahm hier auf der Seite. Das heißt, das Immunsystem ist der menschliche Organismus ist perfekt. Man braucht ihn nicht zu verbessern, man braucht ihn nur zu verstehen und da zu fördern, wo er eben gefördert werden muss. Und deshalb diese Idee über die Nasenschleimhaut wäre ideal, wäre gut. Aber das Problem ist wirklich, diese Tests da oben in der Nase rumzugrübeln und zu verletzen, ist sinnlos und gefährlich. Und deshalb verweigert unbedingt diesen Test. Schaut, dass ihr den Test, entweder Spucktest oder Wangenabstrich. Nur nicht diesen Test. Weil nur schon der Vorgang von diesem Stäbchen nach oben ist gefährlich. Ob jetzt da noch was drauf ist, okay, aber das verweigern auf jeden Fall. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, aber weil impfen lassen kann man sich ja eben immer noch weigern. Also kann man sich auch weigern, sich testen zu lassen. Auf jeden Fall. Ja. Okay, auch wenn man Beispiel hat. Ja. Ja. Okay. Weitere Fragen? Im Kanton Schwyz, das Spital Schwyz hat, ich glaube, das kam auch in den Schlagzeilen, hat eine hochschwangere Frau in Wehen wieder vor die Tür gesetzt, weil sie sich nicht testen lassen wollte. Kann da gerichtlich oder rechtlich irgendetwas auf das Spital zukommen oder kann man damit etwas rechnen? Ja, kommt darauf an, ob jemand Anzeige erstattet wegen unterlassener Hilfeleistung. Ich meine, es ist eine grobe, gröbste Unmenschlichkeit. Und man muss ja die Frage stellen, was hätte denn das Spital Schwyz gemacht, wenn die Frau positiv getestet worden wäre? Hätten sie dann gesagt, gehen Sie in den Wald? Ja, es ist ja wirklich absurd und es ist unglaublich, was da zum Teil passiert an den Krankenhäusern und mit Schwangeren. Und es ist ja eine Fiktion. Die Menschen sind doch alle nicht krank, die haben keine Symptome und die werden behandelt, wie wenn sie hochgradig leprös ansteckend und alles Mögliche wären, damit man auch nicht ja nicht zu nahe kommen darf. Ich meine, wenn das die Zukunft sein soll, dann gute Nacht, dann werden viele keine Freude mehr am Leben haben. Und man nimmt den Menschen ja auch unglaublich viel Lebensfreude. Man darf keinen Sport machen, man darf keine Freunde mehr treffen.
In Deutschland jagen sie jetzt schon die Menschen, wenn sie ohne Maske auf der Rodelpiste sind. Ja, wie absurd soll es denn noch werden, bevor die Menschen aufwachen? Im Freien, es ist wirklich haarsträubend. Der Effekt, wenn jemand im Freien einem entgegenkommt mit der Maske und in die Augen schauen und den Kopf schütteln, den müssen Sie erleben. Machen Sie das. Einfach so anschauen und in die Augen schauen und vorbeigehen. Okay? Und das andere ist genau das, was ich auch schon angetönt habe. Vielleicht müssen wir das auch ein bisschen entschuldigen. Die sind auch in der Paranoidität drin, solche Menschen. Die Ärzte, die da sind, die haben so, das ist so eingeimpft, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, oder auch einprogrammiert worden durch diese Universitätslehrgänge, dass die halt einfach so reagieren, eben nur von hier nach jetzt studieren und eben nicht radial das Ganze. Was bedeutet denn das für die schwangere Frau? Was heißt denn das, wenn ich jetzt so reagiere? Sondern nur einfach, so ist es, tack, und das mache ich. Eben, dieser ganze Röhrenblick. Tragisch, traurig, aber leider heute, vielleicht ist es auch positiv, man sieht endlich mal, die Menschen kristallisieren sich raus, die eigentlich in einer offenen, menschlichen, gesunden, natürlichen Gesellschaft nicht lebensfähig sind. Und solche Menschen sind es für mich nicht. Ja, und zwar, ich bin jetzt so eine, wo sagt, ich trage keine Maske, ich möchte die Maßnahmen nicht, ich habe auch den Mut, was mache ich jetzt eben, wenn dann doch mal meine Daten aufgenommen werden, was jetzt noch nicht passiert ist. Bisher bin ich davon gekommen. Aber wenn es mal so ist und dann kommt die Buße nach Hause mit Brief und ich zahle die dann nicht oder was? Weil ich habe keine Rechtsschutzversicherung, ich bin jetzt am Überlegen, mache ich sie? Was ratet ihr mir, außer sie mir, dass ich jetzt, eine Rechnung nicht oder eine Buße nicht zu bezahlen, da habe ich auch kein Problem, glaube ich, mittlerweile. Aber was kann mir da schlimmstenfalls passieren, dass die Polizei mal vor der Tür steht und dann, ja, einfach, dass ich da, also ich könnte die dann bestimmt auch noch gut, so mit meinem Wesen. Ja, aber einfach, was kommt auf mich zu? Das, jetzt nicht in der Angst, sondern einfach im Wissen. kann ich denen sagen, ich bin ein Mensch und keine Person, weil die tun ja nur Person angehen? Und dass ich dann damit argumentieren kann? Ja, das wird die wenig beeindrucken. Das geht dann den normalen Gang. Da bekommt man einen Brief von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft. Dann steht dann Strafbefehl wegen zum Beispiel unzulässige Teilnahme an einer Menschenansammlung. Bußgeld 100 Stutz, Verfahrensgebühr 150 Stutz zu zahlen, bis, wenn nicht Einsprache erhoben wird. Und dann legt man Einsprache ein. Ohne Begründung. Ohne Begründung? Ohne Begründung. Man ist Beschuldigter und als Beschuldigter hat jeder das Recht, die Aussage zu verweigern. Ja. Und im Prinzip muss man sehen, es gibt keine Garantie, dass das dann vor Gericht aufgehoben wird, dieser Strafbefehl. Das hängt vom Richter ab. Vom Fall, was war der Vorwurf, ist er bewiesen, lässt es sich durch rechtliche Argumente bewegen, dass man sagt, die Verordnung ist schon als solche rechtswidrig, auf die kann ich keine Bußgeldverhängung stützen. Es ist gut möglich, dass der Richter das ignoriert und das bestätigt. Und dann muss man schlussendlich die Buße zahlen, plus Gebühren, plus Gerichtskosten. Dagegen gibt es kein Schutzmittel. Man kann dann noch zur höchsten Instanz gehen. Und wenn man dort auch verliert, dann hat man halt maximalen Kostennachteil und muss die Buße zahlen. Nur man muss sie zahlen. Ja, wenn man rechtskräftig verurteilt wird vom Gericht dann auch und das ist irgendwann sozusagen nicht mehr weiter zugfähig ans höchste Gericht, weil das bestätigt hat, dann muss man bezahlen und wenn man nicht bezahlt, wird man betrieben. Dann kommt halt die Zwangsvollstreckung.
Oder man geht zu holen. Oder man kann ersatzweise 2 Tage ins Gefängnis gehen oder 3 Tage. Okay. Das steht meistens auch dabei auf dem Strafbefehl. Okay, also müsste ich dann, wenn ich wirklich nicht reagiere und wenn ich nichts zahle, höchstens mal mit Gefängnis rechnen. Oder sogar, weil ich habe Ausländerausweis C, dass sie mich wirklich, könnten die mich auch des Landes verweisen? Dann schon, ne? Das ist schwer vorherzusagen, das hängt sicher vom Kanton ab und, und von allen sonstigen Umständen. Bei dem kleinen Vergehen. Aber wegen so eines kleinen Vergehens, nur man weiß, man kann inzwischen fast keine Prognose mehr stellen, weil viele Dinge, die bisher unvorstellbar waren, einfach passieren. Und allein schon die Tatsache, wie man in Deutschland sieht, und in der Schweiz ist das ja auch vorgekommen, dass die Polizei kommt und Hausdurchsuchung macht bei Ärzten, nur weil sie Atteste ausstellen, das ist ja so unverhältnismäßig. Das vorgeworfene Delikt, selbst wenn es stimmen würde, und der Vorwurf müsste ja erst noch bewiesen werden, dass ein Arzt wider besseres Wissens ein Attest ausgestellt hat, das rechtfertigt doch keine Hausdurchsuchung. Also da gehen die Maßstäbe auch verloren. Ich habe im Vorgespräch mit dem Dani noch erzählt, der Verlust des Rechtsbewusstseins ist dramatisch. Es gibt ein Dokument von der Schweizer Konferenz der Staatsanwälte vom letzten Herbst. Da haben sie schon sich Gedanken gemacht, welche Übertretungen mit welchen Bußgeldhöhen geahndet werden sollen. Das war noch bevor jetzt im Februar diesen Jahres das Ordnungsbußengesetz geändert wurde. Und da gibt es eine Kategorie drauf, da schlagen sie eine Buße, ich glaube von 500 Franken vor, wenn man sich nicht an die Empfehlungen des BAG hält. Ja, und das sind Staatsanwälte der Schweiz, ein offizielles Dokument. Da frage ich mich, was ist da passiert? Wenn ich eine Empfehlung nicht beachte, kann ich doch kein Bußgeld bekommen. Also deswegen, es ist sehr schwer, überhaupt noch Prognosen zu stellen, Rechtsrat zu erteilen. Ich werde immer wieder gefragt, ja, ist das rechtens, was die tun? Und sage ich, nein, es ist nicht, aber ob sie damit vor Gericht dann auch durchdringen werden, ist offen. Wenn die Gerichte ihre Aufgabe ernst nehmen, müssten sie zu diesem Schluss kommen, weil dass das Epidemiengesetz in gröblicher Weise zweckentfremdet wurde für Dinge, die man theoretisch darauf stützen könnte, die aber mitnichten bewiesen sind. Das ist ja eine Pandemie, die im Wesentlichen in den Köpfen der Menschen stattfindet. Und das ist die allerallerschlimmste Impfung, die geistige Impfung, durch die tägliche Propagandadosis über sämtliche offiziellen Medien, durch die offiziellen Stellen. Und das können Sie nachlesen in den Klassikern der psychologischen Beeinflussung von Gustave Le Bon, Psychologie der Massen und andere. Die Lüge muss nur groß genug sein, dann wird sie schon leichter geglaubt als eine kleine. Und wenn sie oft wiederholt wird. Und je absurder und je weniger Beweise sie liefern, desto eher wird es geglaubt. Und deswegen kommt es auch alles ohne Begründung. Und dann wird halt behauptet, ja, jetzt gibt es wieder eine Mutante mit 70,2% höherer Ansteckungsgefahr. Ja, da kann ich auch den Würfel nehmen. Und das ist frei erfunden. Und ziviler Ungehorsam ist nicht kostenlos zu haben. Und das ist das, was wahrscheinlich das Einzige ist, was helfen wird, wenn möglichst viele Menschen nicht mehr mitmachen und die Kosten in Kauf nehmen. Völlig gewaltfrei, sanft, aber entschieden. Und sagt, nein, ich trage keine Maske. Und wenn das viele machen, ja, und dann haben sie ja gar nicht genug Beamte, um die Strafbefehle auszustellen. Ja, wenn 100.000 keine Maske tragen, die können schon gar nicht alle erfasst werden. Ist unmöglich. Dann haben sie 2, 3 und die anderen 99.000 laufen wieder weg. Und das ist das, was wir jetzt wirklich machen müssen. Zieht es durch, weil auch die 2 Tage Gefängnis, ich
glaube nicht, dass die eingezogen werden. Wegen 2 Tagen ist der bürokratische Aufwand zu groß. Und wo es nichts ist, kann nichts geholt werden. Ich habe mich auch so abgesichert, also man kann nichts holen. Da hat man halt eine Pfändungsurkunde und die verfällt halt nach 20 Jahren oder so. Oh ja, ist okay. Ja. Also von dem her, wirklich, das braucht aber diesen Mut, weil das ist immer noch so in vielen Köpfen drin. Ja, nur schon eine erste Mahnung ist für viele schon, oh, der Weltuntergang, der halbe. Ja. Wenn nicht so eine zweite Mahnung draufsteht, dann mache ich die Rechnung gar nicht auf. Nein. Ich habe jetzt auch der Krankenkasse habe ich einen Brief geschrieben und habe nur den Teil eingezahlt von der Zusatzversicherung und der UTI, Unfall, Tod, Invalidität. Nur diese, glaube ich, knapp 100 Franken. Und der Rest von etwas über 200 Franken habe ich nicht eingezahlt und habe denen geschrieben, ich bezahle keine Krankenkassenprämie mehr. Diese Grundversicherung, weil ich nicht bereit bin, ein kriminelles System zu unterstützen. Bis jetzt ist noch nichts gekommen. Man kann bei mir nichts holen, ich habe nichts. Das, was da drunten steht, ist ein Geschäftsauto. Das gehört nicht mir, das gehört einer AG und so weiter. Es ist natürlich schon so, wenn man Geld hat, dann wird das geholt. Also ich weiß von jemand, diese Mensch-Person-Geschichte hat das durchgezogen mit der Steuer und die haben dann die absolute Frechheit gehabt, haben die ganzen Steuern auf das Haus als Pfändung geschrieben und die wollten das dann verkaufen und haben gesehen, dass da ein Pfand von 170.000 Schweizer Franken und konnten dann das Haus nicht verkaufen oder hätten dies noch abgeben müssen. Also es wird dann hinterrücks gemacht und das ist natürlich rechtswidrig, aber es wird dennoch gemacht. Und deshalb, diese Mensch-Person-Geschichte ist wichtig, aber es ist vor allem eine innerliche Sache. Äußerlich ist es sehr, sehr schwierig, diesen Weg noch zu gehen, aber es sind viele Kräfte daran, da im Prinzip auch zu arbeiten. Aber im Moment eben, ich bin Mensch, ich bin ich auch, ja, nein, du bist Person, ja warum, ich bin doch auch Mensch und so. Das bringt noch nichts in diesem Bereich. Vielleicht noch eine Frage, dann würden wir dann zum Schluss kommen. Kann ich meine Kinder in der Schule vor der Maske schützen? Theoretisch ja, praktisch schwierig. Es gibt viele Eltern, die große Mühen haben mit der Schulleitung. Und es liegt daran, dass ganz offensichtlich vom BAG großer Druck ausgeübt wird auf die Bildungsdirektionen der Kantone und die wiederum auf die Schulleitungen. Ich habe das gehört von Mandantinnen, dass die Schulleitung selber sagt, sie müssen das umsetzen, weil sie sind selber mit der Kündigung bedroht worden und deswegen setzen die Maskenpflicht durch und wenn ein Kind die Maske nicht tragen kann, mit ärztlichem Attest belegt, dann werden die Kinder ausgegrenzt. Und zum Teil werden dann einfach Maßnahmen getroffen, die gar nicht erforderlich wären, weil die Hauptmaßnahme, die auch in der Covid-19-Verordnung besondere Lage war, vorgesehen ist, ist ja Abstand halten. Es ist ja alternativ und nicht kumulativ. Ich muss nicht Abstand halten und Maske tragen. Oder wie jetzt in Amerika empfohlen wird, 2 Masken übereinander tragen. Wer bietet mehr? Im nächsten Monat sind es dann 3 Masken übereinander. Aber im Einzelfall kann es helfen, wenn ein Anwalt dem Schulleiter einen Brief schreibt und ihn darauf hinweist, dass das eine Diskriminierung ist und dass er die Atteste zu akzeptieren hat und nicht einfach sagen kann, ich erkenne die nicht an. Aber es bleibt das Hauptproblem an den Schulen das der sozialen Ausgrenzung. Und da leiden dann einfach die Kinder darunter. Und im Prinzip ist es genau das Gegenteil von dem, was sie behaupten, nämlich die offizielle Behauptung ist, sie müssen das machen als Ausdruck ihrer Fürsorgepflicht für die Gesundheit von allen. Und dafür missachten sie die Gesundheit der Einzelnen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Das ist die totale Perversion des Fürsorgegedankens für ein abstraktes Gut wie öffentliche Gesundheit oder die Gesundheit aller Schüler und Lehrer an der Schule, zwinge ich dann
einen Menschen eine Maske zu tragen, die für den erwiesenermaßen gesundheitsschädlich, wenn nicht sogar lebensbedrohlich sein kann. Und die Sache kommt ja dann wirklich auf den Punkt, wer haftet denn, wenn das Kind sich schwer verletzt aufgrund eines Schwindelanfalls oder sich den Fuß bricht durch einen Ohnmachtsanfall? Und da bin ich überzeugt, dann geht das große schwarze Peterspiel los. Das BRG sagt, ja, wir haben nur allgemeine Weisungen oder allgemeine Empfehlungen ausgesprochen, die Bildungsdirektion genau das Gleiche. Die Schulleitung wird auch sagen, ja, wir haben das nur umgesetzt und letztverantwortlich ist der Lehrer. Der Lehrer war vor Ort, der hätte das erkennen müssen, dass dieses Kind keine Maske tragen konnte. Und deswegen müssen die Lehrer die Verantwortung übernehmen und sagen, in meinem Klassenzimmer entscheide ich. Und ich übernehme nicht die Verantwortung. Ich empfehle dann den Kindern oder ich sage, das ist die offizielle Weisung, aber ich zwinge niemanden und wer die Maske nicht tragen kann, trägt sie nicht. Fertig. Die Lehrer haben, nicht nur die Lehrer, aber die Lehrer haben ein sogenanntes Remonstration, also eine sogenannte Remonstrationspflicht. Das heißt, die müssen eigentlich gegen Verordnungen von oben, wenn das nicht stimmig ist, wenn das gefährlich ist, gesundheitsschädlich, müssen die intervenieren. Das ist nicht ein Dürfen, ein Müssen. Das heißt also, die Lehrer, die die Maske anweisen und sehen, dass die Kinder nicht gut reagieren, sei das psychisch oder weiß ich was, oder die den Befehl von oben umsetzen und quasi die Kinder mobben, wie bei einer Schule in Thurgau. Da hat der Schulleiter geschrieben den Lehrern, Kinder, die nicht eine Maske tragen, müssen quasi gemobbt werden. Also es hat ein bisschen anders geschrieben, aber die müssen quasi wie Aussätzige behandelt werden. Das wurden die Kinder auch. Also die wurden richtig gehend in der Schule von der Lehrerin gemobbt. Die Lehrer hätten die Umkehrpflicht. Die sind für die Kinder da und nicht für das System. Und das ist nicht begriffen worden. Die haben auch wieder Schiss um ihren Job. Aber wenn auch da die Lehrer aufstehen und sagen, heute ich mache keinen Unterricht mehr mit Maske und das machen es 15-20%, dann ist das vorbei, dann ist es aus. Aber leider haben auch das, es kommen jetzt dann bald Ostern und es ist zu hoffen, dass viele Menschen wieder ihre Eier finden. Ja, ganz herzlichen Dank, Daniel und Gerald. Ich glaube, wir haben sehr viel gehört und wir haben auch einiges begriffen. Und ich denke, etwas ist wirklich ganz wichtig, einfach was du auch betont hast, Gerald, dass die Leute, dass wir selber recherchieren und selber schlau machen. Und ich möchte vielleicht für das Thema Impfen auch auf die Webseite von OHA Glarus hinweisen. Dort haben wir einen ganz speziellen Bereich zum Thema Impfen gemacht. Und zwar gut verständlich. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das so darzustellen, dass man es gut versteht, dass nicht zu viel und nicht zu wissenschaftliche Informationen dort sind. Und dort hat es auch einen Link auf eine Sammlung von Nebenwirkungen. Und ich würde einfach sagen, schauen Sie sich das an, machen Sie sich ein Bild davon, wenn Sie Bekannte haben, die unsicher sind, sagen Sie zum Beispiel, dass Sie auf die Seite gehen können, sich dort informieren können und die eigene Entscheidung dadurch treffen. Und ich glaube, das war auch heute Abend wirklich ein wertvoller Abend für die Entscheidungsfindung. Bei vielen wird das irgendwann anstehen, dass wir entscheiden müssen, ja, oder nein, welchen Weg gehe ich? Ich möchte Ihnen allen hier und allen Zuschauern, die zu Hause sind an den Bildschirmen, viel Mut für diese Entscheidung und wünschen und ich hoffe, dass Sie auf Ihre innere Stimme hören können. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank euch beiden für die sehr interessanten Vorträge und auch für das Beantworten der Fragen. Kommt gut nach Hause. Thank you.